Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Hunter Classic auf Timmergold Trails unterwegs. Hier waren wir gestern schon. Ehrlich gesagt, ich wollte hier, weil ich keinen Bock hatte, mein Inventar umzupacken. Und deshalb habe ich gedacht, gehen wir heute nochmal hin. Denn heute kam tatsächlich ein Update raus. Und es gibt ein neues Item. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich nice. Denn wir haben hier so einen geilen Zielstock. Drei Beinen. Müssen wir allerdings immer aufbauen. Soll aber kein Tier verschrecken. Aber dauert halt immer dann auch schon mal so eine gewisse Zeit, ne, bis du dann halt schussbereit bist. Aber. Na gut, ein bisschen wackelt es noch. Na gut, dann mit. Wenn die Luft natürlich da nachlässt, dann sowieso noch. Aber. Ne, wie komme ich jetzt wieder raus? Ah, E drücken. So, und dann packen wir den wieder ein. Und nehmen ihn mit. Ist mit Sicherheit eine gute Alternative zum Hinlegen. Wobei ich glaube, dass das Hinlegen noch ein bisschen ruhiger ist. Das liegt aber daran, dass der Zielstock einen, glaube ich, nur um 7 Level steigert. Also wenn die Waffe halt noch nicht so hoch geskillt ist, die 308 habe ich zum Beispiel noch nicht so lange. Genauso wenig wie die 243er, wobei die 243er hat, glaube ich, den Skill von der alten übernommen, oder? Ich weiß es gar nicht. Deshalb ist die vielleicht doch schon ein bisschen höher. Aber bis Level 20 geht's ja und ab Level 13 wäre man dann halt Level 20 und hätte halt ruhiges Aim. Und alles, was sogar da drüber ist, gibt einem sogar einen Bonus über Level 20 hinaus durch den Zielstock. Aber ich glaube, ich habe ehrlich gesagt nichts so hoch gelevelt, um das jetzt zu testen. Und zu gucken, ob da wirklich gar keine Bewegung mehr ist. Ich hoffe einfach, dass das schon mal ausreichend ist, dass wir überhaupt einen ruhigen Schuss hinbekommen. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr gut, wenn du quasi hier in Timmergold Trails unterwegs bist. Wo du zum Beispiel solche Flächen hast, wo du dich nicht unbedingt hinlegen kannst, so auf Anhieb. Wenn da vorne jetzt ein Hirsch auftaucht, da legst du dich hin und dann siehst du nichts mehr. Weil halt hier relativ hohes Gestrüpp am Boden ist, auch unten auf der Wiese, wo ich jetzt meinen Hochsitz hingestellt habe, aber da steht normalerweise kein Hochsitz. Und da kann man sich ja nicht einfach mal eben schnell hinlegen, weil dann das Gras einfach mal 3 Meter hoch ist, ja. Und das ist so ein Zielstock auf jeden Fall eine gute Alternative. Dass man da relativ ruhig zum Schuss kommt und die Chance hat, das Tier auch zu treffen. Am Anfang natürlich dann wahrscheinlich nicht, ne? Wenn du halt so eine neue Waffe hast, bis Level 0 oder was, keine Ahnung. Und dann bist du mit dem Stock halt Level 7. Ist jetzt natürlich nicht so mega nice, aber schon mal besser als mit 0 anzufangen. Ne? Da würdest du, glaube ich, im Stehen halt gar nichts treffen, ne? Aber wir werden das gleich mal beim ersten Tierchen testen und dann sehen, wie sich das Ganze verhält. Ich habe ehrlich gesagt den Rest vom Status-Update nicht gelesen und die Update-Notes auch nicht. Ich glaube, es war sogar irgendwas bezüglich der Kadaver hier in den Patch-Notes geschrieben. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was. Genau, wieder top vorbereitet, ja, Freunde, wie immer. Aber ist ja nur noch eine Woche. Aus meiner Sicht, aus eurer Sicht, wenn ihr das Video morgen seht, nur noch 6 Tage, bis wir uns sowieso Call of the Wild widmen. Von daher kann mir das hier erstmal egal sein, was jetzt hier erstmal passiert, aber der Zielstock ist auf jeden Fall schon mal eine nette kleine Sache. Ich warte mal kurz, ob hier vielleicht ein Call kommt, weil meistens kommen hier unten dann die ersten Calls an der Wiese. Wenn nicht, dann cutten wir das Ganze. Und dann versuchen wir erstmal ein Tierchen aufzuspüren, bevor wir hier noch weiter rumrennen. Ich glaube, Neutralisierer habe ich doch drauf. Den habe ich schon vor drauf gemacht gehabt. Jawohl, noch 24 Minuten verbleiben. Mein Gott, ich habe es halt mit der Escape-Taste, ne? Die funktioniert hier leider nicht. Zumindest nicht, um Sachen wegzupacken. So, da unten müsste die Wiese gleich schon erscheinen. Aber ich sehe auch nicht mal Fährten hier, ne? Heute ist echt mager hier. Aber ich denke mal, die kommen dann spätestens unten am Hochsitz. Und die werde ich dann auf jeden Fall verfolgen können.
Also würde mich auf jeden Fall sehr, sehr wundern, wenn da auf der Wiese gar keine einzige Fährte zu entdecken ist. Wundert mich schon, dass hier nichts callt. Aber man kann ja nicht alles haben. Ah, guck an, da ist wieder ein Kadaver irgendwo. Das könnte der am Waldrand sein, da liegt auch manchmal einer. Oder lag jetzt schon einige Male da. Aber das mit der Grille ist echt ein gutes Feature, ne? Haben wir jetzt gesehen. Beim letzten Mal haben wir den Kadaver dadurch erspäht. Und ich meine, gerade hier, ja, man würde einfach vorbeirennen, weil es einfach hier so eine dichte Vegetation ist, dass man nicht unbedingt jetzt da hinten in die Richtung guckt. Wobei die jetzt wahrscheinlich so schnell verschwinden werden, wenn ich da bin, dass ich den vielleicht nicht mal aufspüren kann. Ach, da hinten kreisen, da sehe ich sie. Na gut, dann nicht also der Kadaver, aber leider kein Tierchen. Ist da vielleicht ein Wolf in der Nähe? Ja, ne. Ich dachte schon, okay, Jaule ist ein Wolf. Aber das ist nur ein Wapiti, den wir da haben. Ja, da war schon der Richtige. Ein männlicher Wapiti ist irgendwo da vorne. Ich glaube, das war noch im Wald, oder? Ja. Oder ne, ist auf der Wiese schon, ne? Ah, schwer zu sagen. Könnte schon auf der Wiese sein, aber ich werde mich mal hier ein bisschen durchschleichen. Und extra nicht auf den Hochsitz gehen. Weil das hätte ich sonst immer getan. Um da einen guten Schuss drauf zu haben, aber jetzt haben wir unseren geilen Zielstock. Also wenn man den benutzt. Den kann man auch aus der Hocke benutzen, glaube ich. Der ist auf jeden Fall höhenverstellbar. Was ja durchaus reichen würde in der Wiese hier zum Beispiel. Und da kann man dann vielleicht sogar noch einen Ticken ruhiger zielen, als wenn man das im Stehen benutzen würde. Aber na gut, ich weiß nicht. Wenn man halt steht, dann wird man natürlich auch ein bisschen sichtbarer für die Tiere, ne? Das ist halt das Problem an der Sache. Aber du kannst dich jetzt nicht hier da 30 Meter vor so ein Tier hinstellen und dann erstmal den Stock aufbauen und dann denken, das Tier sieht dich in der Zeit nicht. Ich denke mal, das ist schon irgendwie so eine Sache. Da müsste man ein bisschen aufpassen, gegebenenfalls. Ah, wo ist denn der Rapiti hin? Kann ich hier durch die Büsche mal durchgehen und dann sehe ich was? Man muss also doch relativ nah ran, bis die Krähen verschwinden, ne? Von daher kann man den Kadaver dann auch schon relativ leicht finden. Aber da habe ich echt kurz gedacht, da heult ein Wolf, so wie der Wapiti gerufen hat. Da vorne liegt der Kadaver. Ach, und da springt er schon ab. Scheiße. Da war er leider schon näher als gedacht. Ah, da hinten rennt auch noch einer, ne? Oder was ist das da hinten? Ist das ein Wolf? Ich glaube, das war ein Wolf oder sowas. Ne, ist auch ein Wapiti. Okay, der steht jetzt da hinten. Der zieht auch noch. Ist das ein Bär? Ja. Ich versuche nochmal den Wapiti zu callen. Na, er steht noch dahin, ich sehe ihn. Das heißt, wir können uns jetzt eigentlich mal hier hinstellen und so einen Schuss versuchen. Das Ding ist natürlich, das dauert jetzt hier relativ lange, bis du das alle aufgebaut hast und so. Und dann zack, zack, zack. Jetzt steht der Wapiti hier aber gerade und läuft nicht. Was mir vielleicht jetzt zugute kommt. Ach, scheiße, falsch das. Da muss ich erstmal dran gewöhnen. So, bin ich jetzt drauf? Jawohl. Ja, aber zu lange darfst du dann auch nicht warten, ne? Jetzt steht aber Pitti da wieder. Aber ich muss jetzt mal wieder Luft anhalten können. Und der ist auf jeden Fall tot. Also, auch auf die Distanz. Ich glaube, so nah war der jetzt echt nicht. Geht das mit dem Zielstock relativ gut. Ich kann mal kurz die. Ja, bei der Entfernung steht auch gleich da im Trophy Shot, ne? 150 Meter oder so weit um den Dreh. Also, und das vor allem im Stehen. Ich habe jetzt nicht gehockt oder so. Wir können eigentlich mal testen.
Ob das in Hocke dann vielleicht sogar noch ein Ticken ruhiger ist. Hat sich auf jeden Fall schon angepasst. Wenn ich jetzt aufstehe, passt er sich mit an. Warte mal. Na, ich kann ihn auf jeden Fall einfach betreten. Aber jetzt ist er trotzdem gehockt, ne? Okay, ich muss ihn also vermutlich dann in dem Zustand aufbauen, in dem ich ihn benutzen will. Ich kann ihn also jetzt nicht höhenverstellbar machen, glaube ich. Zumindest wüsste ich jetzt nicht wie. Aber was soll's, wir haben auf jeden Fall das erste Tierchen erlegt. Das werden wir jetzt mal kurz einsammeln gehen. Ne, hab gedacht, da... Oh, hab gedacht, da steppt irgendwas, aber das war nix. Ich laufe mal kurz zum Tierchen. Und dann werden wir mal sehen, ob wir das nächste Tier auftreiben können. Den Vapid hier werde ich wahrscheinlich nicht verfolgen, sondern... Vermutlich... Gucken, ob ich vielleicht die Grizzly-Fährte finde. Na, vielleicht auch den Vapiti mal sehen. Erstmal sammeln wir das Tier da hinten ein. Und gucken, was wir einfach getroffen haben. Der schaut auch ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie gut man das letztendlich erkannt hat, aber der schaut auch so schräg nach hinten wie der Hirsch beim vorletzten Video war es, glaube ich. Aber auch hier hat die 308 wieder ihre Dienste gut erwiesen und das Tier sauber zur Schrecke gebracht. Ich glaube, der Grizzly ist da noch irgendwo im Wald. Ich höre so ein Schnaufen. Zum Glück ist der Vapiti jetzt hier nicht so weit geflohen. Ich glaube, das war zwar ein weiblicher. Aber das nehme ich jetzt mal in Kauf für die Testzwecke hier. Da vorne im Busch liegt da. Mal sehen, wann wir getroffen haben. Wahrscheinlich wieder Halswirbel, so wieder umgefallen ist. So, da haben wir ihn. Ja, tatsächlich. Halswirbel. Den treffe ich irgendwie immer. Sehr, sehr glücklich, aber sagen wir auch nicht nein. So, können wir jetzt hier auch den geilen Dings in der Hand nehmen? Ja, können wir tatsächlich. So, perfekt. Haben wir also das erste Tierchen erlegt. Einmal haben wir den Zielstock schon zum Einsatz bringen können. Ich werde mir jetzt noch ein weiteres Tierchen suchen. Und dann werden wir den vielleicht nochmal testen, mit Sicherheit sogar, wenn ich denn die Gelegenheit dazu bekomme. So, dann sind wir zurück. Die Fährte ist nah und der Bär auch. Der schnauft irgendwo. Ich denke, da wird der Zielstock nicht zum Einsatz kommen, weil ich ihn wahrscheinlich nicht rechtzeitig aufgebaut bekommen werde, wenn der Bär mich angreifen wird. Es kommt halt darauf an, wer wen zuerst sieht. Entweder der Bär mich oder ich den Bär. Das hört sich nicht gut an. Ist er geflohen? Ich glaube, er ist geflohen. Sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich schon Geschichte. Das ist noch eine ziehende Fährte. Alter, hab ich den Beschnitt, den eh niemals gesehen. Müssen wir nur gucken, wo der jetzt hingerannt ist. Bleibt ihm erstmal hier weiter auf der Spur. Kann doch laufen, ne? Was soll's? Der wird jetzt wahrscheinlich da in die Berge wieder reinrennen. Da flüchten die Bären irgendwie immer rein. Das ist so ein Instinkt von denen oder so. Ja, jetzt auch flüchten. Wenn wir Glück haben, dann sehen wir den oben auf dem Hang irgendwo. Aber meistens rennst du den
hier teilweise sehr, sehr lange hinterher. Aber hier ist es zum Glück vergleichsweise offen und deshalb können wir den hier vielleicht sogar erspähen und dann mit dem Zielstock bejagen. Eventuell könnte das klappen, aber ich glaube, ich verliere gerade die Fährte, oder? Das ist immer das Blöde mit dem Bergaufsuchen hier. Da kannst du halt nicht wirklich weit gucken. Und da rennst du schnell mal an so einer Fährte vorbei. Hätte auf jeden Fall schon eine andere kommen müssen wieder. Fragt sich nur, ob der da rechts oder links abgedreht ist. Das ist jetzt halt die Frage, ne? Aber die kann ich jetzt nicht beantworten. Doch, da. Da ist die nächste Fährte. Aber ich sehe ihn bis jetzt noch nirgends. Mal sehen, ob wir den vielleicht erblicken können, wenn wir da vorne über den Rand gucken. Aber man denkt auch immer, hier da vorne ist voll der Rand. Da kannst du danach richtig geil runter gucken. Aber gegebenenfalls ist er vielleicht gar nicht so mega nice. Und du siehst einfach mal gar nichts da. Ach, es geht auch noch hier hoch. Bär, wo willst du hin mit mir? Nach ganz oben, ja sicher, komm. Ja, was soll's. Lass uns auf der Bergspitze treffen. Auf dem Gipfel. Ist immer noch fliehend, ne? Noch ist er fliehend. Aber da unten im Tal, na gut, jetzt haben wir ihn natürlich nicht die nötige Sichtweite. Dort wird er erst mit Call of the Wild tatsächlich dann kommen. Wo wir dann vielleicht auch da unten mal so ein Tierchen ausmachen können. Wobei, ob man dann so weit gucken kann, weiß ich jetzt nicht. Aber 300 Meter kann man da schon gucken. Ich weiß gar nicht, ich glaube sogar die Rennerdistanz stand auch schon irgendwo mal in den Kommentaren bei den Videos. Aber habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Hier ist ja eher so um die 200 Meter, je nachdem, ob man da Hanglage hat oder nicht. Ich glaube 220 oder sowas ist es ungefähr. Also nicht ganz so weit leider. Er rennt doch schon hier unten wieder irgendwo. Da. Ja, das Bunny, jetzt willst du dich hinlegen und das geht nicht. Aber er hält gar nichts davon. Junge, Junge, da wollte er mal kurz Hallo sagen, aber nicht mit mir. Ich glaube, wenn der Angriff durchgezogen hätte, hätte ich Spaß bekommen. Ich weiß nicht, ob ich ihn dann so sauber getroffen hätte, aber jetzt ist er ja dann doch relativ zügig verendet, aber da ist natürlich so ein Zielstock dann irgendwie auch hinderlich, ne? Wenn er da erstmal aufbauen muss, da kann jetzt manchmal schon zu spät sein. Aber in dem Fall haben wir es nochmal hinbekommen. Jetzt rollt er natürlich bis da ganz unten. Wäre auch zu leicht, wenn wir den mal hier oben behalten könnten. Ah, roll noch ein bisschen weiter. Macht nix. Kriegt dich schon. Er versucht auch tot noch zu fliehen, aber er wird ihm nicht helfen. Da hat er keine Chance, uns zu entkommen. Es gibt keinen Entrinnen, wenn ich einmal hinter dem her bin. Jetzt liegt er wie so auf so einem wie so ein Fellvorleger vom Kamin. Beine von sich gestreckt. Er liegt auf dem Rücken, oder? Bisschen aus wie so ein Faultier. Hä? Okay, da ist die eine Pfote. Na gut, aber wir haben auf jeden Fall in Lunge geschossen, deshalb auch direkt tot, in der Leber auch noch. Perfekt. Haben wir also das Bärchen erwischt. Können wir nochmal direkt hier gucken, ob hier vielleicht auch was zu holen ist auf der Wiese. Ich glaube, gestern hatten wir hier den Maultierhirsch, aber ich habe jetzt gerade hier in der Nähe geschossen. Also könnte es sein, dass sie hier alle geflohen sind. Wonach es tatsächlich
aussieht. Ich sehe zumindest keine Bewegung hier irgendwo am Start. Da hinten ist mein Hochsitz. Verwahrlost und verwaist. Kein Tier möchte sich erbarmen und uns was Schönes zeigen. So, zack. Man kann die sogar, glaube ich, auch stationär platzieren. Also du kannst sie quasi weggehen und die bleiben dann. Man kann bis zu 15 Stück, glaube ich, pro Revier platzieren. Aber ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also wenn man nicht gerade wirklich immer seinen Standard-Pirschweg hat und man, und man da an bestimmte Felder grenzt oder so ein Ding platziert, ist das, glaube ich, besser, wenn man sich einfach so ein Ding einpackt und dann immer dabei hat. Und das dann je nach Situation irgendwie aufstellt, weil könnte sein, dass hier Stein ist oder da hinten. Und man vielleicht ein bisschen anders sich ranpirschen muss ans Feld. Und dann ist das vielleicht ein bisschen hinderlich, wenn der an einem fixen Platz steht. Aber ich sehe hier nichts. Eigentlich 360 Grad, ja, ne? Ja, okay. Ja. Das wird es dann aber schon gewesen sein vom Video. Mehr wollten wir gar nicht. Wir haben uns in den guten Zielstock mal angeguckt. Ist auf jeden Fall ein nettes Feature. Wenn man mal irgendwie in die Bedrohung kommt, dass man in so einer hohen Wiese jagen muss. Ich glaube gerade auch auf Loggers Point oder so. Oder was weiß ich, was da alles für Settler Creeks. Ja. Da ist ja auch manchmal so hohe Grasflächen, wo du dann einen Schuss antragen möchtest, aber du kannst ihn nicht hinlegen. Und in solchen Situationen ist das auf jeden Fall eine gute Investition. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde ich mich drüber freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.